Okay, Boys and Girls, wir sind vor einem von den letzten Interviews von dem Touch the Air. Es ist Sonntag und wir treffen jetzt gerade den Curse Backstage. Er ist einer von den wirklich geilsten deutschen Rapper, wie ich finde. Er hat vorne gespielt, mega relaxed gewesen. Er hat können die Meute, die er da ist, abholen. Das Publikum ist abgegangen und ich konnte jetzt herausfinden, ob er genauso relaxed ist, wenn er das auf der Bühne ist. Leise zu fressen, ich bin für Nachbarn, die helfen. Picknick im Park für Friede, Freude, Eierkuchen. Klar bin ich für Peace im Irak. Ich bin für CDs für weniger Geld im Mediamarkt, damit jeder sich's leisten kann, was ich sag und nicht bloß dein Arzt. Ich bin für mehr Jobs, mehr Plätze, mehr Stellen, mehr Arbeitsmarkt. Ich bin für alles, was Hoffnung macht und Kräfte schafft jeden Tag. Today is such a lovely day, stand up and fight again. We are Babylon, our warranty, we can go sleep at night again. The only way to live up right again is to live up your voices now. Backstage im Touch the Air Festival 2014, eines von den letzten Interviews leider schon, jetzt nicht mehr, der Curse. Herzlich willkommen, Curse. Vielen Dank. Das war eine wirklich verdammt geile Show, die du geboten hast. Gratuliere jetzt. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Wir haben es auch vorhin gerade davon gehabt, die Leute sind schon ein bisschen müde. Es ist Sonntag, Nachmittag, die Sonne ist krass draußen, die Leute sind müde. Aber trotzdem, es war eine wunderschöne Stimmung und die haben es, glaube ich, einfach genossen. So. Ja, manchmal muss man ja auch nicht die ganze Zeit Moshpit und Pogo machen, sondern ich habe ja auch viele Songs, bei denen das dann um Lyrics geht und so, ne? Und ich dann auch eher auf die Performance von den Texten irgendwie achte, so, oder dass ich das wirklich glaube, was ich da sage, mehr drauf achte, als jetzt krass akrobatisch da und die ganze Zeit Animation und so weiter. Das sind einfach zwei Paar Schuhe, ne? Ich glaube, es gibt solche Shows und solche und die heute war halt eher so... Das war eine zum Zuhören. Ja, zum großen Teil, ja. Und das ist doch auch, also ich mag das auch, wenn dann die Leute tatsächlich auch zuhören. Ja. Aber das kann ja auch sein, dass die Leute dann auf sowas gar keinen Bock haben. Ja. Dann hat man das Falsche gemacht. Aber die Leute hatten genau darauf auch Bock, glaube ich. Und das fand ich sehr, also hat mir sehr gefallen. Mir gefällt es ja, dass du immer noch so viel Bock auf Hip-Hop hast. 2010 hat es ja geheißen, naja, also ich ziehe mich ein bisschen so zurück, was immer auch das bedeuten mag. Aber du bist immer noch hungrig. Das merkt man irgendwie. Und am Schluss hast du... Ey, ganz ehrlich. Bitte? Ich bin jetzt viel hungriger als so die Jahre, bevor ich aufgehört habe. Ja, echt jetzt? Ja. Das macht mir jetzt viel mehr Spaß. Weil du losgelöster bist, freier bist? Oder? Ja. Oder weil du schon so verdammt viel erreicht hast? Was ist das? Ah. Hast du, komm schon, das hast du. Also, nee, weil weil ich jetzt weil ich eine andere Einstellung habe. Ich mache mich weniger verrückt wegen Sachen, die drumherum sind. Stress wegen diesem und jenem und was denkt der und was sagt der und wie viel Platten macht man das und das und das und das. Ich habe einfach Bock, mich auf die Bühne zu stellen und den Scheißsatz, den ich da sage, in der Sekunde 100% so zu meinen. Ja. Das klappt dann manchmal ganz gut und das ist... Das war's schon. Und das ist einfach eine andere, das ist eine andere Energie. Ja. Und ich glaube, dass die ist, also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin viel konzentrierter als früher. Früher waren meine Gedanken überall und jetzt ist es so, okay, du, ich, jetzt hier, zack. Und das ist auch das, was irgendwie, wo was passieren kann. Ja. Und das macht mir Spaß. Ja. Und deswegen habe ich jetzt mehr Spaß. Du hast mal gesagt, immer wenn du so unverkrampft bist, dann stellt sich der Erfolg gar nicht von selbst ein. Du bist aber wieder zum Erfolg verdammt so. Ich sag's dir, also die Leute, die werden nicht locker lassen. Wir wollen wieder was Neues. Und am Schluss hast du so zweimal so was gesagt. So, es werden irgendwie so Plakate kommen und dann... Vielleicht, habe ich gesagt. Irgendwelche Plakate. Zuerst habe ich gedacht, okay, irgendeine große Tour. Dann habe ich gedacht, ah, warte mal, das wird eine Tour zum neuen Album, das endlich kommt. Dann hast du aber so nachgeschoben, natürlich mit großer Ironie und mit großem Gepünktel und so weiter und so fort. Ach, komm schon, verrat uns doch einfach. Kommt das neue Curse-Album? Kein Kommentar. Er sagt keinen Kommentar. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also wir hoffen natürlich nach wie vor. Die Leute, die wird es natürlich sehr freuen. Aber du wirst uns nichts verraten, das verstehe ich. Kein Kommentar. Es brennt dir schon unter den Nägeln. Ich freue mich auf das Poster. Wie sieht das Poster aus? Also wie gesagt, vielleicht gibt es in nächster Zeit irgendwann mal ein Poster. Es kann ja auch sein, dass ich eine Lesereise mache. Genau, ja. Es kann ja auch sein, dass ich mit einer Kochshow komme. Das würde ich gucken. Ich würde das gucken. Deswegen, ich muss, ja,
Kein Kommentar. Also wir freuen uns aufs Poster, ich sag dir das. Sehr gut. Oh, meine Güte. Wie geht's dir eigentlich so persönlich zurzeit? Ich meine, du machst so einen relaxten Eindruck. Auch auf der Bühne vorhin, du hast keinen Druck mehr. Überträgt sich das von der Musik auch ins persönliche Leben? Also ganz prinzipiell und grundlegend geht's mir wirklich sehr gut. Schön, schön. Jetzt gerade in den letzten Wochen geht es mir eher nicht so gut. Ich schlafe sehr, sehr, sehr wenig zurzeit. Mhm. Ich habe unglaublich viel zu tun und ich habe auch, ist auch gerade eine familiäre Situation, die sehr unschön ist und so. Also zurzeit ist es so schwierig, ja. Aber weil ich grundlegend halt wirklich gute so, Basis hast, oder? Ja, ist eine gute Basis. Die wird gerade hart strapaziert, aber sie hält. Aber ist was ganz Schlimmes? Muss man sich Sorgen machen um dich jetzt, oder? Nein, ich möchte niemand. Danke dir vielmals. Aber hey. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich wollte das nur ehrlich sagen. Ja. Ich könnte ja jetzt auch sagen, hey, mir geht's super und hey, aber ich wollte ja ehrlich sagen, nee, jetzt gerade ist schwierig, mhm. Aber das ist für mich auch tatsächlich. Das geht auch vorbei. Ja. Weißt du? Hast du gelernt, anders mit solchen, was auch immer das genau für ein Problem ist, umzugehen als früher? Bist du auch relaxed damit? Das werden wir jetzt sehen. Aber ich, nee. Viel Glück dabei jedenfalls. Ja, bin ich. Danke sehr. Ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, bin ich. Ja. So ein bisschen. Ein bisschen. Mhm. Und darüber bin ich so froh, alter Schwede. Ja. Ich habe mir immer sehr viel, ich mache mir auch jetzt noch sehr viele Gedanken und sehr viele, aber so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr grundlegendes Vertrauen da drin, dass das schon irgendwie auch alles gut wird. Okay, also Vertrauen in das Universum quasi oder auch Vertrauen in dich selbst, weil du weißt, dass du Sachen auch handeln kannst, wenn es sein muss. So ein bisschen beides? Ja, es ist bestimmt beides. Es ist bestimmt beides. Freiheit bedeutet sein, wie ich bin. Freiheit heißt für mich Fehler machen wie ein Kind. Und wenn's sein muss, fall ich halt hin. Doch ich steh wieder auf. Freiheit heißt zögern nicht, sondern lauf. Wenn du weißt, was du willst, dann tu es. Wenn nicht, dann tust du es auch. Freiheit bedeutet frei sprechen, frei machen, frei bleiben. Mauern, die Angst vom Versagen errichtet, einreißen. Mut haben. Freiheit bedeutet auch zu enttäuschen, sich selbst zu erfüllen, anstatt die Erwartung von anderen Leuten. Darf ich fragen, über was machst du dir denn so viel Gedanken? Generell die Welt? So was abgeht so, in der Welt? Nein, oder? Ich bin tatsächlich, obwohl man es ja wahrscheinlich glaubt, absolut kein Weltschmerztyp. Mhm. Also ich habe auch für die Welt, ich weiß, wir leben in einem dunklen Zeitalter. Ja, könnte man so sagen. Aber ich habe auch für die Welt keine apokalyptischen Visionen oder keine Sachen, weil ich glaube, dass. Ja, wie sage ich das? Ich weiß es selber noch nicht mal so genau. Es ist irgendwie ein Gefühl. Ich habe keinen Weltschmerz oder keine so, oh Gott, alles geht den Bach runter, depressiven Sachen oder sowas. Nein, was ich meine ist, wenn ich was mache, dann möchte ich es immer nach meinem besten und gewissen Wissen und Gewissen gut machen. Und richtig machen, wenn es sowas gibt wie richtig. Für dich richtig zumindest. Ja, für mich und für andere Menschen um mich rum. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, so, boah, jetzt passiert aber das und das und das und oh, das wollte ich nicht. Oder irgendwie so, man, in einer Arbeitssituation kennt ihr das ja bestimmt auch. Man hat beste Vorsätze und auf einmal passieren Dinge und man denkt so, oh, krass und so. Und dann überlegt man sich halt, okay, was kann ich von mir aus tun, um vielleicht zu helfen oder um das zu verbessern, zu verändern. Ja. Muss ich auf mich selber schauen, liegt es vielleicht an mir oder habe ich damit nichts zu tun und ich muss mich frei machen. Und das sind so Gedanken, die ich mir mache. Ich schaue mir halt an, was um mich rum passiert und versuche irgendwie damit das so positiv für mich und für alle anderen wie möglich zu gestalten. Und darüber mache ich mir tatsächlich viele Gedanken. Ja. Ich glaube, ein Track, ein richtiger Classic von dir ist auch Widerstand, der auch ein bisschen das so widerspiegelt. Gratuliere hier dafür, weil das ist wirklich einer meiner All-Time-Favorite-Tracks, man. Vielen Dank. Das ist so ein gutes Lied. Danke sehr. Du weißt nicht, wie oft ich das gehört habe so früher.
Und das also auch in der Schweiz, so die Leute, die kennen auch diese Lyrics und so. Nur schon der Anfang, das ist wirklich so, danke für das. Also, Mann, vielen Dank, danke sehr. Du hast uns da wirklich etwas Cooles geschenkt mit diesem Track. Danke sehr. Ja? Wie stolz bist du auf das Zeug, das du früher rausgehauen hast? Ich meine, du hast doch auf der Bühne ein bisschen Zeitreise mit uns gemacht, in die 90er, Anfangs 90er auch, hast ein paar andere, zum Beispiel das La Familia-Lied hast du gespielt und so. Wie viel bedeutet dir das? Wie stolz ist man da überhaupt? Na, stolz ist so das falsche Wort irgendwie so ein bisschen, ne? Mhm. So. Ja, nur glücklich halt einfach vielleicht. Ja, ich bin halt heute, wenn ich mir so die alten Sachen anhöre, dann denke ich natürlich immer so, ah, Alter, den Satz hättest du auch besser machen können oder das. Ja. Das denke ich mir natürlich auch. Aber ich denke mir halt auch so, ey, Mann, geil. Mhm. Und vor allem ist es halt sowas, schau mal, ich bin Fan und ich bin Musikfan. Das merkt man. Und Hip-Hop-Fan. Ja. Und überhaupt Musikfan so. Und früher war es immer mein Traum als Kind, weißt du, war immer mein Traum, ey, ich möchte mal mit der Musik, ich möchte, dass die gehört wird. Ich möchte mal, dass irgendwie, jemand, den ich selber musikalisch feiere, darum ging es mir immer, dass der mal zu mir kommt und sagt, mir gefällt, was du machst. Ja. Und heute ist es sogar so, guck mal, wir haben früher halt unter ganz anderen Bedingungen Hip-Hop gemacht und deutschen Hip-Hop und Jams gemacht und so weiter. Was meinst du für Bedingungen? Naja, ich meine, damals hat uns kein Fernsehsender gespielt, uns hat kein Radiosender gespielt. Es also, war noch mehr Underground. Ja, das war halt total anders. Unser Ding war natürlich immer so, ey, wir wissen, dass wir das schaffen können, auch irgendwie, dass uns viel mehr Leute hören, weil wir sind die Sprache von so vielen Menschen. Ja. Und jetzt blödes Beispiel, aber jetzt schaltest du das Radio an und Crow läuft rauf und runter. Der meistgespielteste Song im deutschen Radio der letzten paar Wochen war Traum von Crow. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist kein Hip-Hop, das ist scheiße, finde ich nicht gut. Ich denke aber anders. Ich denke, Alter, der Typ rappt auf einem Beat und das ist der meistgespielte, und der Typ ist mit unserer Musik aufgewachsen. Ja. Und das ist der meistgespielte Song im deutschen Radio. Alter, wir haben es geschafft. Ja. Erfolg. So, wir haben es geschafft. Und dann freue ich mich. Ich kenne ihn jetzt nicht wirklich, ich habe ihn einmal getroffen, aber ich freue mich dann für ihn und ich freue mich für... Und sowas macht mir einfach Freude. Ich bin weniger Hater. Mhm. Ich freue mich einfach für solche Sachen. Und das... Und wenn ich dann alte Tracks spiele wie La Familia oder so, dann denke ich halt einfach daran zurück und merke halt, wie die Worte auch heute noch so, wenn ich die rappe, mit derselben Überzeugung, obwohl da Textzeilen drin sind, wie ich ja schon auf der Bühne gesagt habe, so, weißt du, so, ja, wir machen weltweit Mafia-Geschäfte, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber trotzdem, die Energie, die dahinter ist und warum ich das geschrieben habe und so dieses so... Oh, das trifft immer noch zu. Wir zerfleischen alles, komm. Und das, genau das spüre ich heute auch. Ja. Immer noch, also auf eine andere Art und Weise, aber immer noch. Und das macht mir einfach große Freude. So. Ach, du bist so ein Vollblut-Rapper, jetzt mal ehrlich. Also ich freue mich auf das Poster. Wirklich. Das wird ein sehr schönes A2-Poster werden. Ich mache Werbung für... Für ein Bartpflegeprodukt. Werbung für Bartpflege. Der steht dir sehr gut. Ja, für Bartpflege, vielen Dank. Der steht dir wirklich sehr gut. Meine ist noch nicht so lang, aber ich lasse ihn wieder wachsen. Meiner ist jetzt wieder kürzer. Ich hatte den so richtig, der war so drei, so richtig lang. Machst du immer kürzer auf Sommer so ein bisschen oder was? Das ist meistens so nach der Laune meines Bartfriseurs. Ja. Mal. Das ist so immer so ein bisschen Gamble. Mit der kleinen Schere? Nee, das wäre cool, wenn mein Sohn das könnte. Das wäre wirklich cool. Nee, ich habe da so einen Typen. Der das halt macht, der das gut macht. Und ich hab da so einen Typen. I got a guy for that, you know? Ach, Curse, wenn das Poster nicht kommt, dann wünsche ich dir einfach sonstiges Gelingen. Vielen Dank. Es hat mich riesig gefreut, dich mal so kennenlernen zu dürfen. Und mach weiter dein Ding. Das macht enorm Freude, dir zuzugucken und vor allem auch zuzuhören. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Merci. Schöne Grüße an euch alles. Ciao.